Milovaní bratia, sestry, drahí priatelia. Geliebte Brüder und Schwestern, teure Freunde. Je to veľká príležitosť, keď Boh môže hovoriť k srdcu človeka. Es ist eine große Gelegenheit, wenn Gott zum Herzen eines Menschen reden kann. A je to príležitosť pre nás, keď môžeme počuť jeho hlas. Und es ist die Gelegenheit für uns, wenn wir seine Stimme hören können. Kvôli jeho slovu sme prišli sem. Wir sind wegen seinem Wort hierher gekommen. Aby sme dostali jeho svetlo. Dass wir sein Licht erhalten könnten. A Pán Ježiš Kristus hovorí, že ten, kto verí vo mňa, und der Herr Jesus spricht, der, der an mich glaubt, nebude chodiť vo tme. Wird nicht in Finsternis wandeln. Veríš Pána Ježiša Krista? Glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Celým srdcom veríš v Neho. Glaubst du mit ganzem Herzen nebudeš an ihn? Chodiť vo tme. Du wirst nicht im Finstern wandeln. Lebo on je svetlo svetla. Denn er ist das Licht aller Lichter. A Pán Ježiš hovorí, aj vy ste svetlo sveta. Und der Herr Jesus spricht, auch ihr seid das Licht der Lichter. Nesmieme na to zabudnúť, že aj náš život je svetlom pre ľudí. Wir dürfen es nicht vergessen, dass auch unser Leben ein Licht für die Menschen ist. A ľudia sa dívajú na nás. Und die Menschen schauen uns an. Pán Ježiš Kristus hovorí, že sme mestom ležiacim na vrchu. Der Herr Jesus sagt, dass wir die Stadt sind, die auf einem Berge liegt. A ľudia sa dívajú. Und die Menschen schauen uns an. A čo vidíte na jednom meste? Und was seht ihr in einer Stadt? Mal som mnohokrát príležitosť za tmy ísť niekde v meste a vidieť to mesto rozložené. Ich hatte oftmals die Gelegenheit, bei Dunkelheit eine Stadt vor mir liegend zu sehen. A tie svetlá osvetľovali ulice. Und diese Lichter haben die Straßen hell erleuchtet. Bolo vidieť tie hlavné ťahy, vedľajšie ťahy, osvetlenie celého mesta. Es waren die Hauptstraßen zu sehen, die Nebenstraßen zu sehen und die Beleuchtung in der ganzen Stadt. Takto sa na nás dívajú ľudia. So sehen uns die Leute an. Vidia našu architektúru. Sie sehen unsere Architektur. Vidia, či sme obnovení, alebo ideme v zastaralom. Sie sehen, ob wir erneuert sind oder ob wir im Alten wandeln. Alebo či opadáva omietka. Oder ob der Putz schon abfällt. A nestaráme sa. Und wir uns nicht darum bekümmern. Oni vidia na nás. Sie sehen auf uns. Či milujeme Ježiša. Ob wir Jesus lieben. Ľudia chcú vidieť Ježiša. Die Leute möchten Jesus sehen. Spomeňte si, ako prišli Gréci a z iných národov a hovorili, chceme vidieť Ježiša. Erinnert euch daran, als die Griechen kamen und andere Nationen und gesagt haben, wir möchten Jesus sehen. A Pán Ježiš hovorí, ameň vám hovorím, ak nezomrie pšeničné zrno, ostane ono samotné. Und der Herr Jesus sprach, ich sage euch, wahrlich ich sage euch, wenn das Weizenkorb nicht erstirbt, dann wird es alleine bleiben. Tým chcel povedať, že neuvidia kráľovstvo Božie. Mit dem wollte er ausdrücken, dass sie das Reich Gottes nicht sehen werden. Ak nezomrú sami sebe. Wenn sie nicht los sind von sich selber. My našim životom musíme ukázať príklad. Wir müssen mit unserem Leben ein Beispiel zeigen. Spomeňte si, ako Mojžiš vyslal vyzvedačov do zasľúbenej zeme. Erinnert euch daran, als Moses die Kundschafter sandte in das verheißene Land. A doniesli späť ovocie. Und sie brachten die Früchte zurück. Rôzne ovocie. Wunderbare Früchte. A toto ovocie malo učiniť žiadostivou tú zem. Und diese Frucht sollte ihnen das Land schmackhaft erscheinen lassen. A za každé pokolenie boli tam, ktorí prinášali. Und von jedem Geschlecht war da jemand dabei, der was zurückgebracht hat. Ale tí z desiatich pokolení, tí neučinili žiadostivou tú zem. Aber von 10 dieser Stämme haben die Kundschafter ihnen das Land nicht begehrenswert erscheinen lassen, als sie zurückgekommen sind. Jedine Josua a Kaleb. Nur die einzigen, Josua und Kaleb, haben das Land wirklich begehrenswert gemacht vor dem Volk. A oni priniesli zvláštne ovocie. Und sie brachten ein besonderes priniesli Obst. To ovocie, to hrozno. Sie brachten die Traubenfrucht. A ľudia videli ten krásny strapec, tú veľkú strapku, rozná. Und die Leute haben diese wunderschöne große Traube gesehen.
Ako učiníš žiadostivou tú zem, zasľúbenú zem? Wie wird es sein, dass du dieses verheißene Land begehrenswert erscheinen lässt? Keď sa na teba dívajú ľudia, učiníš žiadostivú žiadostivého pána. Wenn dich die Leute anschauen, dann mach den Herrn begehrenswert. Zatúžia po pánu Ježišovi Kristovi. Dann werden sie Verlangen haben nach dem Herrn Jesus Christus. Ľudia sa dívajú. Die Leute schauen. Ľudia nielen počúvajú. Sie hören nicht nur. Ľudia majú aj uši. Sie haben auch Ohren. A keď vidia na nás, že sme pánovi. Aber wenn sie an uns sehen, dass wir dem Herrn gehören. A keď vidia, že to ovocie je žiadúce. Und wenn sie sehen, dass diese Frucht begehrenswert ist. Tak sa nás pýtajú. Dann fragen sie uns. Spomeňte si, ako hovorí Božie slovo. Erinnert euch, wie das Wort Gottes spricht. Keď desiatí muži chytia jedného a povedia, doved nás k Hospodinovi. Wenn 10 Männer einen beim Zipfel packen werden und sagen, bringe uns zum Herrn. To je prebudenie. Das ist Erweckung. To je túžba po Bohu. Das ist Sehnsucht nach Gott. Tento svet túži po zjavení sa synov Boží. Diese Welt sehnt sich danach, dass der Sohn Gottes offenbart wird. Vieme im ukázať Krista? Wissen wir, wie wir ihnen Christus zeigen können? Vieme sa skloniť k týmto ľuďom? Sind wir fähig, uns zu den Leuten herabzuneigen? Ale Krista vieme ukázať nie tak, že budeme panovať. Aber wir können Christus nicht auf diese Art und Weise zeigen, dass wir herrschen. Nie tak, že budeme opanovávať ľudí. Nicht so, dass wir die Menschen beherrschen. Krista môžeme predstaviť ľuďom tak, že im budeme slúžiť. Christus können wir auf die Art und Weise vorstellen, dass wir ihnen dienen. A Pán Ježiš sa sklonil až k nohám svojich učeníkov. Und der Herr Jesus neigte sich bis zu den Füßen seiner Jünger. A umýval im nohy. Und wusch ihre Füße. On sa sklonil k ním. Er neigte sich zu ihnen. On im slúžil. Er diente ihnen. Viete, ako pozná tento svet, že sme my jeho? Wisst ihr, wie diese Welt erkennt, dass wir sein sind? Nie, že budeme usilovať o moc. Nicht, dass wir uns um Macht bemühen. Ale že sa skloníme a budeme slúžiť. Aber dass wir uns beugen und dass wir dienen. Sú niektorí, ktorí by radi išli a slúžili niekde vo svete. Es gibt einige, die bereit wären, gerne bereit wären, in der Welt irgendwo zu dienen. Uvažujú o tom, že pôjdem a budem slúžiť v Afrike. Sie überlegen darüber, kommen wir gehen, um in Afrika zu dienen. Alebo niekde v Indii. Oder irgendwo in Indien. Alebo niekde na Filipínach. Oder auf den Philippinen. A tam vedľa neho jeho brat potrebuje, aby sa niekto k nemu sklonil. Aber dort neben ihm sein Bruder hat es nötig, dass sich jemand zu ihm herabneigen würde. Ako môžeš uvidieť v Afrike, ako môžeš uvidieť Indii biedných ľudí, keď neuvidíš biedu vedľa seba? Wie kannst du die armen Menschen in Indien und in Afrika erkennen, wenn du die Armut neben dir nicht erkennst? Ako chceš byť svetlom inde, keď nie si svetlom doma vo svojom dome? Wie kannst du ein Licht woanders sein, wenn du es nicht schaffst, ein Licht zu Hause zu sein? Ako môžeš slúžiť cudzím, keď svojim vlastným nevieš poslúžiť? Wie kannst du Fremden dienen, wenn du es nicht verstehst, deinen eigenen zu dienen? Vy ste svetlom sveta. Ihr seid das Licht der Welt. Vy ste svetlom aj pre svojich doma. Ihr seid das Licht auch für diejenigen bei euch zu Hause. A vy im predstavujete Krista. Und ihr stellt ihnen Christus vor. Vaši drahí sa dívajú na vás a vidia Krista vo vašom živote. Eure Lieben schauen euch an und schauen Christus in eurem Leben. A povedia, taký je Ježiš Kristus, aká je moja mama. Und sie sagen, so ist Jesus Christus, wie meine Mama ist. Taký je Ježiš Kristus, aký je môj otec. So ist Jesus Christus, wie mein Vater ist. Učiníme žiadostivým Pána Ježiša Krista. Machen wir den Herrn begehrenswert mit unserem Leben? A hovoria naše deti, a ja chcem ísť tou cestou, ako išiel môj otec. Und sagen unsere Kinder, ich möchte den Weg gehen, den mein Vater ging. A ja chcem byť veriaca tak, ako moja matka. Auch ich möchte auf die Art und Weise gläubig sein, wie meine Mutter. Lebo to nebolo pokrytectvo, to nebolo farizejstvo ich živote, ale to bola obeť. Oni slúžili Pánu. Denn das war keine Heuchelei, das war kein Pharisäertum in ihrem Leben. Es war ein Opfer, sie dienten Gott.
Oni nielen predstierali, že sú veriaci, nielen navonok ukazovali, že sú tí, ktorí milujú Pána, ale slúžili. Sie haben nicht nur vorgegeben, Gott zu dienen, sie haben es nicht nur nach außen hin gezeigt, aber sie dienten. Sklonili sa k nohám a umývali. Sie neigten sich zu den Füßen herab und wuschen sie. Dnes cirkev nechce slúžiť. Heute will die Gemeinde nicht dienen. Dneska chcú ľudia panovať aj v cirkvi. Heute wollen die Menschen vládnuť, beherrschen, auch dirigovať. In der Gemeinde dirigieren. Neviem, ako je to u vás v Nemecku, ale u nás na Slovensku je katastrofálna situácia. Ich weiß es nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, aber bei uns in der Slowakei ist diesbezüglich eine katastrofale Situation. V cirkvách postávajú Mikulášenci. In der Gemeinde stehen Nikolaiten auf. A títo Mikulášenci, to znamená Nikolaos, to znamená vládca ľudu. Und diese Nikolaiten, das bedeutet, die Menschen zu beherrschen, Beherrscher. Snažia sa pod svoju vládu, pod svoju moc získavať členov. Sie versuchen unter ihren Einfluss, unter ihre Macht, die Gemeindeglieder zu bekommen. Neslúžia tým dušiam, ale vládnu nad nimi. Nicht diesen Seelen zu dienen, sondern über sie zu herrschen. Jedno im je, či tá duša trpí, či ide do zahynutia, alebo čo je s ním, ale jednoducho len vládnuť. Es ist ihnen gleichgültig, ob diese Seele leidet, ob diese Seele ins Verderben geht. Aber es geht ums Beherrschen. Verím, že to v Nemecku tak nie je. Ich glaube, dass es in Deutschland nicht so ist. Slúžiť nás povolal Pán. Zum Dienen hat uns der Herr berufen. Zaplakať s plačúcimi. Zu weinen mit den Weinenden. Radovať sa s radujúcimi. Sich zu freuen mit den Freunden. Keď trpí jeden út, trpia všetky. Wenn ein Glied leidet, so leiden die anderen Glieder mit. Keď vidím, že v zbore niektorí sú súžení. Wenn ich sehe, dass in der Gemeinde einige in Bedrängnis sind. Idem, aby som sa opýtal. Dann gehe ich hin und frage. A pomôžem, čo môžem. Und ich helfe da, wo ich kann. Trávim čas. Ich verbringe meine Zeit. Aj svoj spánok odložím bokom, ale pôjdem a budem sa modliť. Ich verzichte auch auf meinen Schlaf und sage, komm, wir beten gemeinsam. My sme soľou zeme. Wir sind das Salz der Erde. Ak táto soľ stratí svoju slanu. Wenn dieses Salz kraftlos wird. Čím ju osolia? Mit was wird man salzen? Či ju nevyhodia von? Wird man es nicht hinauswerfen? A nebude zašlapaná od ľudí. Und es wird von den Leuten zertreten werden. Viete, s takou bolesťou sa dívam, že dnes cirkev stratila svoju slávu. Wisst ihr, mit so einem Schmerz sehe ich an, dass die Gemeinde heute die Salzkraft verloren hat. A tento svet ide rapidne, rýchlo do skazy. Und diese Welt eilt ins Verderben. Ale za toto zodpovedná je cirkev. Aber verantwortlich dafür ist die Gemeinde. Za toto sú zodpovední tí, ktorí hovoria, že sú kresťania. Verantwortlich hierfür sind diejenigen, die sich als Christen bezeichnen. Všade, kde vychádzame von do ulic, kde ideme do mesta, tak cítime, že všetko páchne hriechom. Überall, wo wir hinausgehen, überall, wo wir in die Straßen gehen, da spüren wir, dass alles nach Sünde riecht. A my neslúžime, ale vládnuť chceme. Aber wir dienen nicht, aber wir wollen herrschen. Pán Ježiš nás povolal k službe. Der Herr Jesus hat uns berufen zum Dienst. A on to ukázal. Und er hat es uns gezeigt. Ukázal to svojim učeníkom. Er hat es seinen Jüngern gezeigt. Chodil s ním 3 roky. Er ging 3 Jahre lang mit ihnen. Ukázal, ako sa treba zastaviť pri žobrákoch. Er hat es ihnen gezeigt, wie man es macht, bei einem Bettler anzuhalten. Predstavil im, ako sa treba zachovať pred kráľmi. Er hat es ihnen gezeigt, wie man sich verhalten soll vor einem Königen. Vedel tráviť čas so slávnymi. Er wusste seine Zeit zu verbringen mit Vornehmen. Ale vedel tráviť čas aj s tými, ktorými farizei opovrhovali. Er wusste aber auch seine Zeit zu verbringen mit denjenigen, die von den Pharisäern verworfen waren. Svoje srdce služby. Er zeigte sein dienendes Herz. Oni boli tam a videli to. Sie waren dort und sie sahen es. A teraz hovorí, a choďte do celého sveta. Und dann spricht er und geht hinaus in die ganze Welt. Choďte a kážte evangelium. Geht und predigt das Evangelium. Videli ste. Ihr habt es gesehen. Skúsili ste. Ihr habt geschmeckt. Boli ste vyučení. Ihr wart gelehrt.
Nie je učedník nad svojho majstra. Es ist nicht der Jünger über seinen Meister. Dosť je, keď je taký učedník ako jeho majster. Es reicht, wenn der Jünger so groß ist wie sein Meister. Pán Ježiš Kristus mal predstavu, aby sme boli takí ako on. Der Herr Jesus Christus hatte die Vorstellung, dass wir so sind wie er. Nie len kazatelia. Nicht nur die Prediger. Nie len tí, ktorí stoja na čele zboru. Nicht nur die der Gemeinde vorstehen, nás, aber ein jeglicher von uns, ktorý sa nazývame Kristovcami, ein jeglicher von uns, der sich Christ nennt, on hovorí, dosť je, aby učedník bol taký, ako jeho majster. Er sagt, es ist genug, dass der Lehrling so sei wie sein Meister. Nakoľko nesieme obraz Kristov na nás? In welcher Art und Weise tragen wir das Bild Christi an uns? Ako môžu poznať ľudia, že my sme Kristovi? Wie können die Menschen erkennen, dass wir Christus angehören? Jedine skrze službu. Nur durch den Dienst. Že máme súcit. Dass wir Mitgefühl haben. Tam, kde iní prechádzali bez súcitu. Da, wo andere ohne Gefühl durchgehen. Pán Ježiš sa zastavil. Der Herr Jesus hat sich angehalten. Spomente, ako ide ten plačúci zástup. Erinnert euch, als die Trauergemeinde von der Stadt Nain hinausgeht. Ľudia prechádzali popri tomto zástupe. Die Menschen sind vorbeigegangen an dieser Trauergemeinde. Ale Pán Ježiš sa zastavil. Aber der Herr Jesus hat sich angehalten. On vedel stratiť čas s ľuďmi. Er wusste es, wie man Zeit verbringt mit den Leuten. Er konnte mitfühlen mit ihnen. On sa vedel dotknúť problémov. Er konnte die Probleme berühren. On vedel potešiť. Er konnte aufmuntern. A hovorí, neplač. Und er sprach, weine nicht. A vidíte, tá žena, keď počula toto slovo. Wisst ihr, und die Frau, als sie dieses Wort gehört hat, ona pozrela na Ježiša. Dann hat sie auf Jesus geschaut. Ježiš sa dotkol jej problém. Jesus hat ihr Problem berührt. Zastavil zástup. Er hat die Menge angehalten. On má právo. Er hat das Recht. On má právo zastaviť zástupy. Er hat das Recht, die Völker und Mengen anzuhalten. A dotýkať sa problémov. Und das Problem zu berühren. Neviem, koľko času to trvalo. Ich weiß nicht, wie viel Zeit er dazu benötigt hat. Ale postavil mládenca z toho mŕtveho stavu. Aber hat den Jüngling aus seinem toten Zustand wieder auferweckt. A celé zástupy sa obracali a išli za Ježišom. Und ganze Massen haben sich umgekehrt und sind Jesus nachgefolgt. My by sme chceli, aby sa ľudia obracali k Pánu Ježišovi Kristovi. Wir hätten das Verlangen, dass die Menschen sich zu Jesus Christus bekehren. Ale nie sme ochotní stráviť s nimi čas. Aber wir sind nicht dazu bereit, Zeit mit ihnen Bojíme zu verbringen. Bojíme sa dotknúť ich problémov. Wir fürchten uns davor, ihre Probleme zu berühren. Podáme bratovi ruku a poviem, ako sa máš, ale už niekde inde smeruje. Ich gebe einem Bruder die Hand und frage ihn, wie es ihm geht und bin dabei schon ganz woanders. Mne sa to raz tak stalo, že niekto mi takto podal ruku a ja som mu chytil. A no, čo chceš? Hovorím, no to si sa ma pýtal, že ako sa mám. Mir ist es einmal so passiert, dass mir jemand die Hand gegeben hat und ich nahm die Hand und er war schon woanders und ich sagte, und er sagte, was willst du von mir? Und ich sagte ihm, ja, du hast mich ja gefragt, wie es mir geht. Nepestujme farizejstvo. Züchten wir kein Pharisäertum. Nebojme sa toho, keď sa spýtame niekoho, že ako sa máš, že on nám otvorí srdce. Haben wir keine Furcht davor, wenn wir jemanden fragen, wie es ihm geht, dass er uns sein Herz öffnet. Ale dotknime sa problémov. Aber berühren wir das Problem. Ježiš sa dotkol Mar. Jesus hat die Bahre berührt. Neznečistil sa tým. Er hat sich damit nicht verunreinigt. Podľa zákonníkov a farizeov sa stal nečistým. Nach dem Gesetz der Pharisäer hat er sich damit verunreinigt. Ale Pán Ježiš sa neznečistil márami. Aber der Herr Jesus hat sich nicht durch die Bahre des Toten verunreinigt. Tie máre boli posvetené jeho dotykom. Denn die Bahre wurde geheiligt durch seine Berührung. A mŕtvy stal. Und der Tote ist auferstanden. Ak sa budeš báť, že čo všetko teba znečistí v tomto svete. Wenn du dich fürchten wirst, was alles dich verunreinigt in dieser Welt, nebudeš môcť ísť ešte ani do autobusu. Dann wirst du nicht mal fähig sein, in den Autobus hineinzusteigen. Lebo na tých sedadlách sedeli smilníci. Denn auf diesen Sitzen sind Ehebrecher gesessen. O tie madlá sa držali vrahovia. Und an den Haltern haben sich Mörder gehalten. A tými dverami prechádzali stratení ľudia.
Und durch die Tür sind Verlorene hindurchgegangen. Budeš sa musieť izolovať od všetkých. Du wirst dich isolieren müssen von allem. Ale keď Kristov charakter bude v tvojom srdci. Aber wenn Christi Charakter in deinem Herzen zu finden wird. Keď poniesieš obraz Pána Ježiša Krista. Wenn du das Bild Jesu Christi tragen wirst. Skrze tvoju službu a lásku a vernosť. Durch deinen Dienst, durch deine Liebe und durch deine Treue. Aj tie veci, ktoré sú znečistené. Auch die Dinge, die verunreinigt sind. Aj tí ľudia, ktorí sú v hriechu. Auch die Dinge, die Leute, die in Sünde sind. Aj tí budú spasení. Auch diejenigen werden errettet. Aj tie veci, ktoré slúžili Satanovi. Auch die Dinge, die zum Dienst Satans gebraucht wurden. Na svoje nástroje. Kann Gott verwandeln in seine Werkzeuge. Bola jedna budova, ktorú používali u nás komunisti. Es war bei uns ein Gebäude, welches von den Kommunisten benutzt wurde. A vyučovalo sa tam Marxismus, Leninismus. Marxismus und Leninismus wurde dort gelehrt. A keď zrútil sa komunizmus u nás. Und als der Kommunismus bei uns aufgehört hat. Bratia a sestry nemali priestory na schádzanie. Hatten Brüder und Schwestern keine Räumlichkeiten, um sich zu versammeln. Lebo im komunisti bránili v tom, aby si postavili modlitebne. Weil die Kommunisten sie daran gehindert haben, ein eigenes Gebäude zu bauen. A potom po zrútení komunizmu prišli a hovorili, my by sme si radi postavili budovu. Und nach dem Zerfall des Kommunismus sind sie gekommen und haben gesagt, wir würden nun gern ein eigenes Haus bauen. A povedali im, pozrite, tu je táto krásna komunistická budova. Und sie sagten, schaut, prerobte si ju na modlitebne. Hier ist dieses herrliche kommunistische Gebäude, baut es um zum Gebetshaus. To je ako pre vás stavané. Das ist für euch hingestellt. Rozumiete? Versteht ihr? Tá budova ich nie poškvrnila. Dieses Gebäude hat sie nicht verunreinigt. Ale oni posvetili tú budovu. Aber sie haben das Gebäude geheiligt. Boh ťa povoláva na to. Dazu beruft dich Gott. Nie, aby si ty na seba bral škvrny. Nicht, dass du die Unreinigkeit auf dich ziehst. Ale skrze tvoju službu, lásku a vernosť. Aber durch deinen Dienst, durch deine Liebe und Treue. Aby boli posvetené veci. Damit dadurch die Dinge geheiligt werden. Ináč by sme museli sa stiahnuť z tohoto sveta. Andernfalls müssten wir uns von dieser Welt zurückziehen. A báť sa chytiť čokoľvek, ešte aj kľúčkach na dverách. Und Furcht haben, egal auch was in die Hand zu nehmen, sogar noch den Schlüssel in der Tür. Pán Ježiš Kristus má predstavu. Der Herr Jesus Christus hat eine Vorstellung. Aby sme ako Božie deti pôsobili v tomto svete. Dass wir als Gotteskinder wirksam sind in dieser Welt. Aby sme dali tomuto svetu šancu. Dass wir dieser Welt eine Chance bieten. Lebo celý tento svet očakáva na zjavenie sa synov Boží. Denn die ganze Welt wartet, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Aj ty si dieťa Boží. Auch du bist ein Kind Gottes. Aj ty si syn i dcera Boží. Auch du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes. A tento svet čaká. Und diese Welt wartet. Tvoju službu lásky. Auf den Dienst deiner Liebe. Tvoju službu vernosť. Auf den Dienst deiner Treue. Odovzdaj svoj život Pánu Ježišovi. Weihe dein Leben dem Herrn. Nepochybuj. Zweifle nicht. Vieš, prečo si tam, kde si? Weißt du, warum du dich dort befindest, wo du bist? Vieš, prečo nie si prečie v duchovnom živote? Weißt du, warum nicht du nicht weitergekommen bist im geistlichen Leben? Weil du am Zweifeln bist. Aj učeníci pochybovali. Auch die Jünger haben gezweifelt. Pochybovali a nenapredovali. Sie zweifelten und folgten nicht. Včera sme hovorili o tom, že učeníci pochybovali a vzdialovali sa od mesta Jeruzalema. Gestern haben wir darüber gesprochen, dass die Jünger gezweifelt haben und sich dann entfernt haben von der Stadt Jerusalem. Diejenigen, die zweifeln, tí, ktorí pochybujú, sa vzdialujú od Pána. Entfernen sich von Gott. Aj keby sa mi im zdalo, že stagnujem. Auch wenn es uns so scheinen würde, dass wir stagnieren. Vzdialuje od Pána. Der Zweifel zieht dich weiter weg vom Herrn. V duchovnom živote neexistuje stagnácia. Es gibt im geistlichen Leben keine Stagnation. To je klamstvo Satanove. Das ist nur ein Betrug des Satans. Pýtal som sa jedného brata, ako sa máte v zbore? Ich frug einem Bruder, wie geht es euch in der Gemeinde? No tak stagnujeme. Er sagte, ja, wir stagnieren. Neexistuje stagnácia. Es existiert keine Stagnation.
Seba klamať môžeme. Und selbst können wir betrügen. Ale Boha neoklamať. Aber Gott können wir nicht betrügen. Duchovný život je ako jazda na bicykli. Das geistliche Leben ist wie eine Fahrt auf dem Fahrrad. Ak nešlapeme, wenn wir nicht treten, nemôžeme ísť dopredu. Dann können wir nicht vorwärts kommen. Keď prestaneme šlapať, wenn wir aufhören zu treten, ešte nejakú chvíľu ideme, dann fahren wir noch eine Weile weiter, ale potom bicykel zastane, aber dann bleibt das Fahrrad stehen, a buď spadneme, alebo zoskočíme. Und entweder wir fallen herunter oder wir stagnácia. Springen ab vom Fahrrad. Nejaký es moment, existiert áno. keine Stagnation. Nejaký moment, áno. Ja, einen Moment lang vielleicht, ale dlho to nejde. Aber lange geht dieses potom nicht. To ide dole. Dann geht es runter. Aj učeníci pochybovali a nebola tam stagnácia, ale vidíte, ako sa vzdialujú z mesta pokoja do Emaus. Auch die Jünger haben gezweifelt. Und es war da vielleicht eine kurze Zeit eine Stagnation, und aber wir sehen, wie sie sich entfernt haben, wie sie sich entfernt haben von Jerusalem. A buď aj ty rastieš duchovne, alebo sa vzdialuješ od Pána. Auch du wirst entweder geistlich wachsen oder abnehmen. Učedníci pochybovali a Peter hovorí, idem loviť ryby. Die Jünger haben gezweifelt und Peter sagt, ich gehe fischen. Kde ideš, Peter? Wohin gehst du, Peter? Však odtiaľ ťa povolal Pán. Der Herr hat dich doch von hier herausberufen. Viete, ale my sme všetci v tomto pokušení. Aber wisst ihr, wir stehen alle in dieser selben Versuchung. Keď som na pred 3 rokmi končil svoju kazateľskú službu. Als ich vor 3 Jahren mit meinem Predigerdienst aufgehört habe in einer Gemeinde in der Slowakei. Tak som mal pokušenie, pretože mám zvaracký preukaz. Da hatte ich eine große Versuchung, weil ich eine Schweißer Ausbildung habe. Mám výučný list zámočnícky. Ich habe eine Ausbildung als Schlosser. Som takisto automechanikom. Ebenso als Automechaniker. Mám strednú školu. Ich habe einen mittleren Mám Schulabschluss. Vysokú školu. Ich habe einen Hochschulabschluss. A tak som si povedal, no keď ma nechcú v službe, idem zvárať auta. Und dann sagte ich, na gut, wenn sie mich im Dienst nicht mehr wollen, dann gehe ich Autos zu schweißen. Rozumiete? Versteht ihr? Tedy, keď naše predstavy sa nesplnia, tak sme ochotní, veľmi náchylní na pochybnosti. Wisst ihr, wenn unsere Vorstellungen nicht erfüllt sind, nicht genau erfüllt werden, dann sind wir sehr anfällig a zu zweifeln. Začneme cúvať. Und wir beginnen zu zaudern. A ja som začal cúvať. Und auch ich begann zu zaudern. Hanbím sa pred vami. Und ich schäme mich vor euch. Nie, aby ste si mysleli, že odsudzujem tých učedníkov. Nicht damit, dass ihr denkt, dass ich die Jünger verurteile. Aj Peter začal cúvať. Auch Petrus begann zu zaudern. Pán mu povedal, tebe dám kľúče nebeského kráľovstva. Der Herr sprach zu ihm, ich gebe dir die Schlüssel vom Himmelreich. A teraz ich majster. Čo sa to všetko stalo? Und nun, ihr Meister, was ist alles passiert? Začal cúvať. Er begann zu zaudern. Idem loviť ryby. Wir gehen Fische fangen. To viem. Das weiß ich. S tou sa uživím. Da werde ich davon leben. Viem ako na to. Und ich weiß auch, wie man das macht. Viem ako ťahať siete. Ich weiß, wie man die Netze herauszieht. No a tak začal túto svoju prácu. Und nun begann er mit dieser seiner Arbeit. A ostatní hovorili, ideme aj my s tebou. Und die anderen sprachen zu ihm, auch wir gehen mit dir. Vidíte, ako sme v veľkom nebezpečí negatívneho ovplyvňovania jeden druhého? Seht ihr, in welch großer Gefahr wir stehen, der negativen Beeinflussung einer des anderen? Oveľa ťažšie sa vieme k dobrému ovplyvniť. Umso schwieriger können wir einer den anderen zum Guten beeinflussen. Keď začne zmetkovať jeden brat alebo sestra, wenn der eine Bruder oder die eine Schwester Panik bekommt, tak ovplyvní aj tých druhých a zmetkujú aj ďalší. Dann werden auch die anderen beeinflusst und fallen in Panik hinein. Ale za to sme zodpovední. Aber dafür sind wir verantwortlich. Zodpovední sme každý jeden za to, či zbudzujeme v srdciach našich drahých vieru, nádej a dôveru, alebo pochybnosti. Wir sind verantwortlich ein jeder dafür, ob wir das Herz unseres des Nächsten auferbauen oder ob wir ihn zaudern lassen. Ako si môžeš mysleť, že buduješ vieru,
keď o všetkom pochybuješ? Wie kannst du dir denken, dass du Glauben erwächst, wenn du an allem zweifelst? Keď vo všetkom máš nejasno. Wenn du über alles Unklarheit hast. Keď nevieš, či ten má pravdu, či ten má pravdu. Wenn du nicht weißt, ob derjenige recht hat oder či derjenige ísť, recht hat. Ísť. Ob es so sich verhält oder ob es sich anders Ako môžeš verhält. Dôveru v bratoch a sestrách budovať? Wie kannst du dann Vertrauen in deinen Brüdern und Schwestern aufbauen? Ako môžeš byť vodcom tých, ktorí potrebujú ísť za Pánom Ježišom? Wie kannst du dann der Führer sein derjenigen, die es brauchen, dem Herrn Jesus nachzufolgen? Ty potrebuješ mať vieru. Du musst Glauben haben. Uveriť, že Pán Ježiš stál z mŕtvych. Glauben, dass der Herr Jesus von den Toten auferstanden ist. Nicht zaudern. A viete, keď prišiel ten moment mojej službe, že som skončil tú svoju službu. Wisst ihr, und als dann der Moment kam, dass ich mit meinem Dienst aufgehört habe. Pamätám, že to bolo v nedeľu večer o 10. hodine, keď som prišiel domov. Das ist am Sonntagabend war um 10 Uhr, als ich nach Hause kam. A hovorím svojej manželke, mamička, už je tu koniec. Und ich sagte zu meiner Frau, Mama, es ist das Ende nun schon da. A ona sa usmiala na mňa. A tu je tiež aj nový začiatok. Und sie lacht mich an und sagt, und es ist ebenfalls hier ein neuer Anfang da. Viete, aká to bola sila? Wisst ihr, was das für eine Kraft war? Ja som cítil, že začínam cúvať. Ich spürte, dass ich begann zurückzuweichen. A vidím, ako moja žena je pripravená pre nový štart. Und ich sah, dass meine Ehefrau bereit war für einen neuen Start. Ona toho málo nakázala. Slovami. Sie hat wenig gepredigt in Worten. Ale príklad jej viery mi pomohol. Aber das Beispiel ihres Glaubens hat mir geholfen. A tak som skúšal sa naladiť na tú vieru a jej dôveru v Pána. So habe ich versucht, mich auf ihre Zuversicht ubytý, und auf die Hoffnung im Herrn einzustimmen. Ubytý, utrápený, hovorím, postavím sa k tebe, moja žena. Geschlagen und gequält, sagte ich, ich stelle mich zu dir, meine Lebo Frau. Ja som už začal cúvať. Denn ich begann schon zurückzuweichen. Ich begann schon, mich zu entfernen. Ale ty stojíš. Aber du stehst. Tvoje svedectvo, tvoj pohľad viery je pevný. Dein Zeugnis, dein Glaubensstandpunkt ist fest. A uveril som tomu, že áno, toto nie je koniec, toto je nový začiatok. Und ich glaubte, es sagte, ja, dies ist nicht das Ende, dies ist ein neuer Anfang. A na druhý deň ráno o 10. hodine. Und den anderen Tag morgens zvoní telefon. Klingelt das Telefon. Brat Alexander. Bruder Alexander. Povolávam ťa do evangelizačnej služby. Ich berufe dich zum Dienst in die Evangelisation. Do našej misie. In unsere Mission. Ja som skoro nemohol uveriť svojim vlastným ušiam. Ich konnte fast meinen eigenen Ohren nicht glauben. Boh sa stará. Gott hat gesorgt. Ale keď cúvame. Aber wenn wir zurückweichen. Keď sa vzdialujeme. Wenn wir uns entfernen. Keď zoberieme do rúk svoje vlastné možnosti. Wenn wir unsere eigenen Möglichkeiten in die Hände nehmen. A začneme sa spoliehať na svoju vlastnú silu. Wenn wir beginnen uns auf unsere eigenen Kräfte zu verlassen. Čo my dokážeme. Das, was wir schaffen. Tak musíme dojsť k slamaniu. Dann müssen wir enttäuscht werden. A Pán Ježiš príde a zjaví sa týmto učeníkom. Und der Herr Jesus kommt und offenbart sich diesen Jüngern. A hovorí, deti, máte niečo na zjedenie. Und sagt, Kinder, habt ihr was zu essen? Oni celú noc lovia ryby a nemajú nič na zjedenie. Sie haben die ganze Nacht gefischt und haben nichts zu essen gehabt. Toto je to trápenie sa vo svojej vlastnej sile. Das ist hier die Qual, mit eigener Kraft zu kämpfen. To je to, keď nevoláme Pána so sebou. So ist es, wenn wir nicht den Herrn mit uns hineinrufen. To je to, keď sa nepýtame Pána Ježiša, či mám tam ísť, alebo nemám. So ist es, wenn wir nicht den Herrn Jesus fragen, ob ich dahin gehen soll oder nicht. Keď sa nepýtame, či mám toto robiť, alebo to nemám robiť. Wenn wir nicht fragen, soll ich es tun oder soll ich es nicht tun. Ale idem za svojim vlastným rozumom a potom som na kraji a konci svojich možností. Aber wir gehen unserem eigenen Verstand nach und dann bin ich am Ende, am Rande meiner eigenen Möglichkeiten. Unavený životom. Lebensmüde. Sklamaný. Enttäuscht. Bez nálady. Ohne Laune. A Pán Ježiš sa pýta, deti, máte niečo na zjedenie? Und der Herr Jesus fragt, Kinder, habt ihr was zu essen? Pán Ježiš ich neprovokoval. Der Herr Jesus hat sie nicht provoziert.
dal im k veci otázku. Er hat ihnen eine Frage gegeben. Aj k tvojmu srdcu Pán Ježiš dáva otázku, ktorá je k veci, neprovokuje ťa. Auch deinem Herzen gibt der Herr Jesus eine Frage zur Sache. Er provoziert dich nicht. Máš niečo na zjedenie? Hast du etwas zu essen? Máš niečo, čo by si mohol dať iným? Hast du etwas, was du anderen weitergeben kannst? Máš nejaký pokrm, ktorý je pre teba dobrý, ktorý je pre teba užitočný a aj tým druhým to môžeš dať? Hast du eine Speise, die gut und nützlich für dich ist und die du auch an andere weitergeben kannst? Tento svet potrebuje tú duchovnú stravu. Diese Welt braucht die geistliche Nahrung. Potrebuje zvesť evanjelia. Braucht dich den Schall des Evangeliums. A potrebuje tých, ktorí majú čo tomuto svetu dať. Und braucht diejenigen, die das haben, was sie der Welt weitergeben können. Keď sa obráti tvoj kolega z roboty. Wenn sich dein Arbeitskollege bekehrt. Máš mu čo dať? Hast du ihm was zu geben? Máš niečo na zjedenie? Hast du was zu essen? Ak nemáš, tak sa ťa pýtam, tam si, kde ťa Pán Boh postavil? Wenn du nicht hast, dann frage ich dich, bist du dort, wo Gott dich hingestellt hat? Naplňaš to, čo Boh, čo je jeho predstava? Erfüllst du das, was Gottes Vorstellung entspricht? Alebo si sa tam dostal, kde si cúvaním, lebo si cúval? Oder bist du dorthin gekommen, wo du durch dein Zurückweichen hingekommen bist? Ale Pán Ježiš ich neodsudzuje. Aber der Herr Jesus verurteilt sie nicht. Pán Ježiš Kristus neprišiel na to, aby súdil svet. Der Herr Jesus kam nicht dazu, um die Welt zu verurteilen. Ale Pán Ježiš prišiel na to, aby spasil svet. Er kam, die Welt zu retten. A hovorí, poďte a poraňajkujte. Er sprach, kommt. Pán Ježiš nebol odkázaný na to, čo oni mali. Der Herr Jesus war nicht angewiesen auf das, was sie hatten. Ani Pán Ježiš Kristus nie odkázaný na tvoje vedomosti. Der Herr Jesus ist nicht auf dein Bewusstsein angewiesen. Ani na tvoje schopnosti. Gar nicht auf deine Fähigkeiten. On už má upečenú rybu pre teba. Er hat den gebratenen Fisch schon bereit für dich. On už vie, už má pripravené pre teba niečo nové. Er weiß schon, er hat schon etwas Neues für dich bereitet. Poď k nemu. Komm zu ihm. Posilni sa. Stärke dich. Zober z toho jeho. Nimm von seinem. Keď to, čo si ty mal, bolo tak mizerné, tak Wenn slabé. Das, was du hattest, so jämmerlich war, poď so schwach, dann komm zu ihm. Najed sa z jeho. Sättige dich von seinem. Poď k nemu. Komm zu Napij ihm. Sa z jeho. Trinke von ihm. A Pán Ježiš hovorí, keď sa napijete z tej vody. Und der Herr Jesus spricht, wenn ihr von diesem Wasser trinken werdet. Tá voda sa premení na prameň. Wird das Wasser in euch zur Quelle werden. Nie zo svojej vlastnej sily. Nicht aus der eigenen Kraft heraus. Nie svojim vlastným úsilím. Nicht aus der eigenen Anstrengung. Ale to, čo si prijal od Pána. Aber das, was du vom Herrn empfangen hast. To sa stane prameňom. Das wird in dir to sa stane zum Brunnenquell werden. To, aby si mal čo ľuďom dať. Das wird dann dazu dienen, dass du etwas hast, was du den Leuten geben kannst. Vtedy poznáš, že kto je Pán. Und dann erkennst du, wer der Herr ist. Spomínam si, ako som bol pozvaný na jednu konferenciu. Ich erinnere mich daran, als ich an eine Konferenz eingeladen wurde, zur Jahreskonferenz. Es war in Serbien. A celý týždeň som mal evangelizačné služby. Und ich hatte die ganze Woche Evangelisationsdienste. A táto konferencia bola mimo týchto evangelizačných služieb. Und diese Konferenz lag außerhalb dieser Evangelisationsdienste. A vedel som, že z celého Srbska sa zídu mladé rodiny kresťanské, ktoré túžia potom, aby boli povzbudené. Es war eine Jugendkonferenz und ich wusste, dass von ganz Serbien Leute zusammenkommen, junge Leute zusammenkommen, um sich danach sehnen, Gottes Wort zu hören. A ja som sa modlil a hovorím, Pane Ježišu, Und ich betete und sprach, Herr Jesus, was gebe ich diesen Leuten? O čom budem rozprávať týmto ľuďom? Über was werde ich mit ihnen sprechen? A Pán hovoril, und ja der Herr sprach, ich habe es schon bereit. Poď ku mne. Komm zu mir. Upokoj sa. Werde stille. Otvor svoje ústa naširoko. Öffne deinen Mund weit. A ja naplním tvoje ústa. Und ich werde deinen Mund füllen. Ale najprv príjmi odo mňa. Aber zunächst nimm an von mir.
A spomínam si, že to bola tak nádherná chvíľa. Und ich erinnere mich, dass es eine herrliche Weile war. Duch Svätý zostúpil na to shromaždenie. Der Geist Gottes kam auf die Versammlung herab. Mnohé srdcia manželské boli usvedčené. Viele Herzen der Eheleute wurden dotknuté Duchom Svätým. Befestigt wurden durch den Geist Gottes berührt. A vláda Ducha Svätého bola na tom shromaždení. Und der Heilige Geist herrschte über diese Versammlung. Poď ku mne, hovorí Pán. Komm zu mir, spricht ja už der Herr. Pripravené. Ich habe es schon bereit. Keď sa trápiš a nemáš čo dať. Wenn du dich quälst und nichts zu geben hast. Poď ku mne. Komm zu mir. A on hovorí, aby ste mali čo dať aj druhým. Und er spricht, dass ihr auch hättet, anderen weiterzugeben. Aby tá vaša práca mala úspech. Dass eure Arbeit Erfolg hat. Na moje slovo choďte. Dann geht auf mein Wort. A teraz vyťahnite sieť k brehu. Und dann werdet ihr das Netz zum Strand hinausziehen. Na jeho slovo. Auf sein Wort. Na jeho slovo. Auf sein Wort. Nie podľa tvojej múdrosti. Nicht nach deiner Weisheit. Nie podľa tvojich skúseností. Nicht nach deinen Erfahrungen. Nie preto, že takto treba, alebo onakto treba. Nicht deswegen, weil es nötig ist, so oder so zu tun. Ale na jeho slovo. Aber auf sein Wort. A oni vytiahnu. Und sie zogen heraus. A sieť sa trhá. Und das Netz reißt. Na jeho slovo sa dejú zázraky. Auf sein Wort geschehen Wunder. Na svoje vlastné skúsenosti, keď sa opreme, musíme prežiť sklamanie. Wenn wir uns auf unsere eigenen Erfahrungen stützen, dann müssen wir enttäuscht werden. Keby sme mali v minulosti aj tie najkrajšie, najlepšie skúsenosti. Wenn wir auch die herrlichsten und wunderbarsten Erfahrungen der Vergangenheit hätten. Nemôžeme sa opierať na minulosť. Wir dürfen uns nicht auf die Vergangenheit stützen. Nemôžeme sa opierať na to, čo bolo. Wir dürfen uns nicht stützen auf das, was war. To bolo a Boh z toho zožal svoju slávu. Das war und Gott hat seine Ehre damit gehabt. Ale teraz na jeho slovo. Aber nun auf sein Wort hin. Nielen našim otcom hovoril Boh. Gott hat nicht nur zu unseren Vätern gesprochen. Ale Boh hovorí aj k nám. Aber Gott spricht auch zu uns. A preto na jeho slovo. Und deswegen auf sein Wort. Posluchni. Gehorche. A zažiješ znovu. Und du wirst von neuem Veľké erleben. Veci. Große Dinge erleben. Lebo aj dnes má pripravenú svoju slávu. Denn auch heute hat er seine Ehre bereit. Aj dnes sa chce osláviť v tvojich očiach. Auch heute will er sich verherrlichen in deinen Augen. A keď videl Peter slávu a tú moc Božiu. Und als Petrus diese Herrlichkeit und Macht Gottes gesehen hat. Skočil do mora, lebo bol nahý. Dann sprang er ins Wasser. Dovtedy nevedel, že je nahý. Denn er war nackt und bis dahin wusste er nicht, dass er nackt war. O, keď vidíš mocnú ruku Božiu. O, wenn du die mächtige Hand Gottes siehst. Tedy poznáš svoju nahotu. Dann erkennst du deine Nacktheit. Tedy poznáš svoju nehodnosť. Dann erkennst du deine Unwürdigkeit. Tedy poznáš svoju biedu. Dann erkennst du deinen jämmerlichen Zustand. A Peter videl svoju nahotu a hovorí, skočil do toho mora. Und Petrus sah seine Nacktheit und er sprang ins Meer. A hovorí, odídi, Pane, lebo som hriešny človek. Und er sagt, Herr, geh von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Vtedy, keď Boh koná, wenn Gott wirkt, vtedy človek cíti svoju nehodnosť. Dann fühlt der Mensch seine Unwürdigkeit. Mnohokrát, keď vidím, ako Duch Svätý vanie v zhromaždenia, oftmals, wenn ich verspüre, wie der Heilige Geist in der Versammlung wirkt, tak cítim svoju nehodnosť, že by som sa najradšej schoval. Dann empfinde ich so meine Unwürdigkeit, dass ich mich am liebsten verstecken würde. Lebo vidím, že Duch Svätý jedná so srdciami mojich bratov, sestier, mojich priateľov. Weil ich sehe, ich spüre, dass der Geist Gottes handelt mit den Herzen meiner Brüder, meiner Schwester. Cítim svoju nehodnosť. Ich spüre meine Unwürdigkeit. Lebo vidím, že Boh koná. Denn ich sehe, dass Gott wirkt. Aj tento Peter. Und auch dieser Petrus. Hovorí, odídi, Pane, lebo som hriešný človek. Sagt, Herr, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. A potom jedná osobne Pán Ježiš s ním. Und dann handelte Herr Jesus ganz persönlich mit ihm. A tam môžeme čítať tej 21. kapitole. Und dort können wir im 21. Kapitel lesen, že Pán Ježiš hovorí s ním. Dass der Herr Jesus mit ihm spricht. Čítaj to od 15. verša. Kapitel 21 vom Vers 15.
po 19. Vom 15. bis 19. Vers. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, sprach Jesus zu Simon Petrus: Simon, Jona, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er sprach zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Sprach er zu ihm: Weide meine Lämmer. Sprach er wiederum zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Jona, hast du mich lieb? Er sprach zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Sprach er zu ihm: Weide meine Schafe. Sprach er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Jona, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Sprach Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selber und wandeltest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das sagte er aber, um anzudeuten, mit welchem Tode er Gott verherrlichen würde. Und als er das gesagt hatte, sprach er zu ihm: Folge mir nach. Po tolkých vyučovaniach, ktoré Pán Ježiš Kristus mal k svojim učeníkom. Nach so vielen Stunden des Lehrens, die der Herr Jesus mit seinen Jüngern gemeinsam hatte, prichádza obdobie skúšok. Kommt eine Zeit der Prüfung. Aj my máme svojich študentov. Auch wir haben unsere Studenten. A aj oni vedia o tom, že je čas, keď sú prednášky. Und auch sie wissen, es gibt eine Zeit der Vorlesungen. Keď si môžu robiť poznámky. Wo sie Notizen machen können. Keď si môžu precvičiť, učiť sa veci. Wo sie Dinge üben können, wo sie Dinge lernen können. A príde čas skúšok. Es kommt aber die Zeit der Prüfungen. Ja to vidím aj doma u nás. Ich sehe das auch bei mir zu Hause. Že moje deti vtedy, keď je čas prednášok, tak majú trošku tak viacej voľno, tak si aj urobia viac voľno. Das in der Zeit, wenn es Vorlesungen gibt, meine Kinder eigentlich so es leichter haben, ale potom, mehr Freiheit haben. Skúšok, aber dann, wenn die Zeit der Prüfungen kommt, tak vtedy začína to byť dramatické. Dann beginnt es dramatisch zu werden. Možno, že aj vy, niektorí študenti, prichádzate vtedy, keď prídete na matúry. Vielleicht geht es auch euch so, einige Studenten unter euch, wenn ihr zum Abitur kommt. Vtedy zistíte, že čo všetko neviete. Dann stellt ihr fest, was ihr alles nicht wisst. Keď prichádzajú skúšky, wenn die Prüfungen kommen, tieto preverujú to, čo sme sa naučili. Offenbaren sie das, was wir gelernt haben. A nikdy nie sme skúšaní z toho, čo sme nepreberali. Und wir werden nie um den Stoff geprüft, den wir nicht gelernt haben, Pán den Ježiš, wir nicht durchgenommen haben. Pán Ježiš dal svojim učeníkom celé učenie. Der Herr Jesus hat seinen Jüngern die ganze Lehre gegeben. A teraz prišiel čas skúšky. Und nun kam die Zeit der Prüfung. A tá skúška je veľmi zvláštna. Und die Prüfung ist sehr besonders. Pán Ježiš sa nepýta Petra, Peter, ako sa volali Jakobovi 12 učeníci, synovia? Jesus sagt nicht zu Petrus: Petrus, wie hießen die 12 Söhne des Jakobus? Alebo, no, povedz mi Oče náš. Oder sag mir das Vater unser. Alebo mi povedz blahoslavenstva. Oder sag mir die Seligpreisungen. Alebo, prosím ťa, teraz ťa vyskúšam, či vieš o 9 podobenstiev o kráľovstve Božom. Oder nun werde ich dich prüfen, ob du 9 Gleichnisse über das Reich Gottes weißt. Toto robí teológia. Das tut die Theologie. Ja som na teológii mal povedať aj Oče náš. Ich sollte in der theologischen Prüfung auch das Vater unser sagen. Dokonca som sa mal naučiť aj Zdravas Mária. Zdravas Mária. Ich sollte zum Schluss sogar das Ave Maria lernen. Teológia si to vyžadovala. Theologie hat das gefordert. Lebo to všetko patrí do teológie. Denn das alles gehört in den Bereich der Theologie. Ale keď som prišiel domov, aber als ich nach Hause kam, a mal som vo svojich rukách vysvedčenie, und hatte in meiner Hand das Zeugnis, potom prišiel Pán Ježiš. Dann kam der Herr Jesus. A začal ma skúšať. Und begann mich zu prüfen. A mal celkom iné otázky. Und der Herr Jesus hatte ganz andere Arten von Fragen. Alexander, miluješ ma? Alexander, liebst du mich? Alexander, miluješ ma?
Alexander, liebst du mich? Miluješ ma naozaj? Liebst du mich wirklich? Peter dostal zvláštne otázky. Petrus hat besondere Fragen bekommen. Po tom všetkom, čo skúsil, čo zažil. Nach dem allem, was er geprüft hat, nach dem allem, was er erlebt hat, nach dem allem, was er gelernt hat. Peter, miluješ ma? Šimone Jonášov, miluješ ma? Petrus, liebst du mich? Des Jonas Sohn, liebst du mich? A Šimon sa zarmútil. Und der Simon wurde traurig. Nevedel, čo hneď má povedať. Simon wusste nicht, was er gleich antworten soll. Ak poviem, že milujem ho, no prečo si tak rýchlo sa vzdialil? Wenn ich sage, ich liebe ihn, ja wieso habe ich mich so schnell entfernt? Ak poviem, že milujem ho, tak mi povie, prečo si tam, kde si? Wenn ich ihm sage, ich liebe dich, dann wird er mich fragen, warum bist du dort, wo du bist? Prečo mi nedôveruješ? Prečo pochybuješ? Warum vertraust du mir nicht? Warum zweifelst du? Ja som videl ten zápas v Šimonovom srdci. Und ich sah diesen Kampf in dem Herzen des Simon. Lebo aj v mojom srdci sa tento zápas odohral. Denn auch in meinem Herzen hat sich dieser Kampf abgespielt. Videl som mnohokrát, ako som sa nedokázal. Oftmals habe ich gesehen, wie ich mich nicht bewährt habe. Uvidel som tú mnohú netrpezlivosť pri svojich deťoch, pri výchove svojich detí. Oftmalige Ungeduld bei der Erziehung meiner Kinder gesehen. Videl som naraz, ako mnohokrát som bol netrpezlivý voči svojej drahej manželke. Auf einmal sah ich, wie oft ich ungeduldig war meiner teuren Frau gegenüber. V ruke som držal vysvedčenie z teológie. In der Hand hielt ich mein Zeugnis des Theologieabschlusses, ktoré hovorilo o tom, že som všetky skúšky urobil na výbornú. Und das Zeugnis sprach davon, dass ich alle Prüfungen mit sehr gut bestanden habe. A teraz? Mit ausgezeichnet bestanden habe. A teraz sa ma pýta Pán Ježiš a neviem mu odpovedať. Und nun fragt mich der Herr Jesus und ich weiß keine Antwort für ihn. A musel som sa zlomiť vo svojom srdci. Und ich musste zerbrechen in meinem Herzen. Nie preto tu stojím pred vami. Nicht darum stehe ich hier vor euch, že som tak dobre spravil skúšky, weil ich meine Prüfungen so gut abgelegt habe, a ja som musel horko plakať. Aber ich musste bitterlich weinen. Aj mňa bolili moje hriechy. Und auch mir taten meine Sünden weh. Už ako veriaceho človeka ma boleli moje veriace hriechy. Schon als Gläubiger haben mich meine gläubigen Sünden geschmerzt. Und der Herr frug mich, liebst du mich? Aj teba sa pýta, miluješ ma? Der Herr fragt dich ebenso, liebst du mich? Toto je tvoja skúška. Das ist deine Prüfung. Nech si čokoľvek zažil s Pánom. Wenn du auch noch weißt, was mit dem Herrn erlebt hättest. Keď si videl, ako dorástla niekomu ruka. Wenn du gesehen hättest, wie jemand eine Hand gewachsen ist. Ak si videl, že niekto povstal zo svojho lôžka v mene Pána Ježiša Krista. Wenn du gesehen hast, wie jemand von seinem Lager aufgestanden ist im Namen des Herrn Jesus. To všetko bolo v minulosti. Das alles ist Vergangenheit. To všetko bola pravda. Das alles war Wahrheit. To všetko bolo pekné. Das alles war wunderbar. Ale teraz. Aber jetzt. V tejto chvíli. In dieser Weile. Miluješ ma? Liebst du mich? Šimone Jonášov. Simon Jonas Sohn. Ja viem, že si bol na vrchu premenenia. Ich weiß, dass du auf dem Berg der Verklärung warst. Ja viem, že si nechcel ísť dole a hovoril si, Pane, učiníme si tu tri stány. Ich weiß, dass du gar nicht heruntergehen wolltest und gesagt hast, Herr, lass uns Hütten bauen. Ale teraz potom všetkom sme tu. Aber jetzt, nach diesem allen sind wir hier. Stojíme jeden voči druhému. Wir stehen einer dem anderen gegenüber. A mám tri otázky na teba. Und ich habe drei Fragen an dich. Miluješ ma? Liebst du mich? Miluješ ma? Liebst du mich? Miluješ ma? Liebst du mich? Veľmi ťažké otázky. Sehr schwere Fragen. Vtedy, keď musíme pozrieť sami do svojho srdca. Zu dem Zeitpunkt müssen wir selbst in unser Herz hineinschauen. A tak cítim, že tlačia Šimona k tomu, aby sa rozhodol. Und ich sehe nun, wie er eigentlich Simon dazu drückt, um sich zu entscheiden. Aby niečo povedal vierou. Dass er das, was er spricht, durch den Glauben spricht. A Šimon vyzná svoju lásku k Pánu.
Und Simon bekennt seine Liebe zu dem Herrn. Vyznášu aj ty. Bekennst auch du diese Liebe? Prežili sme tak krásne sviatky. Wir haben so wunderbare Feiertage erlebt. Tak mnoho sme tu počuli. Wir haben so vieles hier gehört. Pôjdeme do všedných dní našeho života. Wir gehen nun in den Alltag unseres Lebens. A prídu skúšky. Und es kommen Prüfungen. To bolo všetko krásne. Krásny bol chôr. Das war alles wunderbar. Piesný. Wunderbar war der Chor, die Lieder. Krásne bolo spoločenstvo. Wunderbar war die Gemeinschaft. Dobre bolo pri Božom slove. Gut war es unter dem Schall des Wortes. A teraz, keď pôjdeme, kde pôjdeme? Aber nun, wenn wir gehen, wohin gehen wir? Budeme hľadať Pána Ježiša. Werden wir den Herrn Jesus suchen? Alebo pôjdeme späť k tým starým veciam nášho života. Oder gehen wir zurück zu den alten Hantierungen unseres Lebens. A Pán sa nás bude pýtať, miluješ ma? Und der Herr wird dich fragen, liebst du mich? Keď vidím tú biedu svojho srdca, wenn ich das Elend meines Herzens sehe, jedine vierou je možné vykriknúť, áno, Pane, ty všetko vieš. Dann ist es allein durch den Glauben möglich auszuschreien, Herr, du weißt alle Dinge. Ty vieš, že ťa milujem. Du weißt, dass ich dich liebe. Amen. Amen. Skloníme, vlastne postaneme. Wir stehen auf. Budeme sa modliť. Und wir werden beten. Z celého srdca ti ďakujeme, náš drahý Spasiteľ. Von ganzem Herzen danken wir dir, du teurer Erretter. Za tieto sviatky veľkonočné. Für diese Osterfeiertage. Keď sme mohli si pripomenúť to všetko, čo sa udialo v Jeruzaleme. Wo wir uns erinnern konnten all dessen, was in Jerusalem passiert ist. Ale aj to, čo sa udialo v srdciach tvojich učedníkov. Aber auch das, was in dem Herzen deiner Jünger passiert ist. Ďakujeme ti, že si nám dovolil nahliadnúť aj do tvojho srdca. Wir danken dir, dass du uns erlaubt hast, auch in dein Herz hineinzuschauen. Keď chceš, aby sme celým srdcom teba nasledovali a milovali. Und du willst, dass wir dir von ganzem Herzen nachfolgen und dich lieben. A ja ti ďakujem za to, že si hovoril k nám. Und ich danke dir, dass du zu uns gesprochen hast. Prosíme ťa, aby si nás zachoval. Wir bitten dich, dass du uns bewahrst. V tých budúcich dňoch a týždňoch. In kommenden Tagen und Wochen. Aby sme mohli niesť to svetlo. Dass wir das Licht tragen können. Aby sme mohli byť tým mestom ležiacim na vrchu. Dass wir die Stadt sein können, die auf dem Berge liegt. Aby sme mohli predstaviť teba tomuto svetu. Dass wir fähig sind, dich der Welt vorzustellen. Keď sa ľudia budú na nás dívať, aby videli, že sme boli s tebou. Wenn die Leute uns ansehen, dass sie sehen, dass wir mit dir waren. Aby tvoja sláva sa odrážala v našom živote. Dass deine Herrlichkeit in unserem Leben widerspiegelt. Poď s nami, Pane Ježišu. Komm mit uns, Herr Jesus. Už sa zvečerieva. Es ist schon Abend geworden. Duchovne sa zvečerieva. Es ist geistlich Abend Poď geworden. S nami. Komm mit uns. A ďakujeme, že si tu. Und wir danken dir, dass du hier bist. Že sa dotýkaš našich srdc. Wir danken dir, dass du unsere Herzen berührst. Že nám dávaš svoju milosť. Dass du uns deine Gnade schenkst. Že nás oslovuješ. Dass du uns ansprichst. Teraz by som chcel sa opýtať. Nun möchte ich fragen. Je tu niekto, kto tak prežíva, že Duch Svätý sa dnes dotýka jeho srdca? Ist hier jemand, der so erlebt, dass der Heilige Geist heute sein Herz berührt? Je tu niekto, kto tak prežíva vo svojom srdci, že už nechce cúvať, nechce sa vzdialovať? Ist hier jemand, der so in seinem Herzen erlebt, dass er nicht mehr zurückweichen möchte, dass er sich nicht mehr entfernen möchte? Ale chce milovať Ježiša Krista. Aber den Herrn Jesus lieben möchte. Chceš svoju lásku v službe preukázať. Willst du deine Liebe im Dienst erweisen? Chceš mu byť verný, chceš mu byť verná. Willst du ihm treu sein? Duch Svätý sa ťa dotýkal. Der Heilige Geist hat dich berührt. Zodvihni svoju ruku. Erhebe deine Hand. Nech ťa požehná Pán. Der Herr segne dich. Aj teba, aj teba, aj teba. Auch dich. Aj vás. Auch euch. Aj teba. Auch dich. Aj teba. Aj teba tam zadu. Auch dich dort hinten. Preis dem Herrn. Auch dich dort oben. Ehre dem Herrn. Ďaká ti, Pane Ježišu. Dank dir, Herr Jesus Christus. Že si prítomný. Dass du gegenwärtig bist. Ty z mŕtvych stalý Boh a Pán. Du von den Toten auferstandener Gott und Herr, Halleluja. My sme tak nehodní.
Wir sind so unwürdig. Nehodný tvojej lásky. Unwürdig deiner Liebe. Chvejeme sa vo svojom srdci. Wir zittern in unserem Herzen. Keď myslíme na to, aký sme slabí a padajúci. Wenn wir daran denken, wie schwach wir sind. Ale na tvoju otázku, či ťa milujeme. Aber auf deine Frage hin, ob vyznávame ti, Pane Ježišu. Bekennen wir dir, Herr Jesus. Áno, milujeme ťa. Ja, wir lieben dich. Ideme za tebou. Wir gehen dir nach. Od toho dňa, od tejto chvíli ešte vernejšie chceme nasledovať teba. An, von dieser Stunde möchten wir dir noch treuer nachfolgen. Chceme zvestovať tomuto svetu. Wir wollen dieser Welt verkünden. Svojim životom i svojimi slovami. Mit unserem Leben und mit unseren Worten. Že ty si nádejou tohoto sveta. Dass du die Hoffnung dieser Welt bist. Že ty si stal z mŕtvych a žiješ. Dass du von den Toten auferstanden bist, dass du lebst. A ty si s námi až do skonania sveta. Und du bist an, bei uns bis Chvála ans Ende der Welt. Preis sei dir dafür. Halleluja. A tak prosím za tieto srdcia. So bitte ich um diese Herzen. Za tieto ruky, ktoré sa dvíhajú. Um diese Hände, die sich erhoben haben. Prosím, aby si v tejto chvíli. Bitte, dass du in dieser Weile. Zoslal na nich svoje požehnanie. Deinen Segen auf sie sendest. Svoju milosť. Deine Gnade. Požehnaj ich, Pane. Segne sie, Herr. Zbuduj ich. Erbaue sie, Herr. Zasaď ich. Pflanze sie, Herr. Daj požehnanie. Gib Segen. Aby mohli byť požehnaním pre iných. Dass sie auch ein Segen für andere sein können. Tom drahom mene Pána Ježiša Krista. In dem teuren Namen Jesu. Amen. Amen.